Die Logistikbranche boomt, denn immer mehr Menschen bestellen Waren bequem über das Internet. Die Covid-19-Krise hat die Bedeutung des Online-Handels nochmals verstärkt. Da Kunden heutzutage schnelle und zuverlässige Lieferungen zunehmend als selbstverständlich ansehen, sind immer effizientere Logistikstrukturen essentiell für den Erfolg am Markt. In Spanien bietet der Logistikmarkt besonders große Chancen, da hier beim Online-Handel noch ein großer Nachholbedarf besteht und die Wachstumsraten sehr hoch sind. Den spannendsten Markt bietet die Landeshauptstadt Madrid als zentrales Wirtschafts- und Handelszentrum und wichtigster Verkehrsknotenpunkt des Landes. Im Stadtteil Villaverde, nur rund 10 Kilometer vom Zentrum entfernt, errichtet das spanische Unternehmen Necapata Servicios y Gestiones 3 in Kooperation mit Engel und Völkers Development den hochmodernen Logistikpark Villaverde Real de Pinto. Dieser wurde im Rahmen eines Forward-Deals bereits veräußert und wird in den kommenden Monaten nach den Vorgaben des Käufers LaSalle Investment Management errichtet. Der Logistikpark liegt im innenstadtumgebenden ersten Ring und damit im Einzugsbereich für die sogenannte Logistik der letzten Meile, den Transport zur Haustür des Kunden. Mehrere Autobahnen sind schnell erreicht. Bis zur A4, einer der Hauptverkehrsachsen im Süden Spaniens, fährt man weniger als 5 Minuten. Eine Fahrt in die Innenstadt dauert etwa 20 Minuten. Das Projektgrundstück bietet somit eine Top-Lage für logistische Aktivitäten. Mein Name ist Fernando Siches. Ich bin CFO bei Engel und Völkers Development in Spanien und verantwortlich für die Finanzierung der Projekte. Seit mehr als 20 Jahren bin ich in Führungspositionen in nationalen und internationalen Unternehmen tätig, davon bereits 15 Jahre im Immobilienbereich. Der Onlinehandel wächst in Spanien extrem. Im Vergleich zu anderen europäischen Staaten besteht bei uns noch ein hoher Nachholbedarf. Entsprechend attraktiv sind Investitionen in den Logistikmarkt, der seit einigen Jahren zunehmend anspruchsvolle internationale Investoren anzieht. Auch für den Logistikpark Villaverde Real de Pinto haben wir mit LaSalle Investment Management bereits einen renommierten Käufer gefunden. Der Logistikpark Villaverde Real de Pinto ist bereits die 4. Kooperation mit Engel und Völkers Digital Invest. Erst kürzlich wurde die Finanzierung für das erste gemeinsame Projekt planmäßig getilgt. Aufgrund des boomenden Logistikmarktes und der bereits mehrfach erfolgreichen Zusammenarbeit können wir uns weitere gemeinsame Projekte sehr gut vorstellen.